Hallo Freunde und willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow, wo wir in der letzten Folge das Spiel endlich richtig begonnen haben und die ersten zwei Level schon abgeschlossen haben und jetzt hier im Totensumpf sind, wo wir immer warten müssen, bis die Blasen hier weggehen. Ja, genau, das ist natürlich sehr gut. Die sind nämlich unglaublich langsam in diesem Ding. Ich kann mich hier auch nicht anders befreien. Wir können halt hier echt einfach nur durchgehen und ja, hoffen, dass wir in Ruhe gelassen werden gerade. Da links sehe ich einen Jungbrunnen. Und da geht's auch wahrscheinlich weiter. Irgendwas scheint uns zu beobachten. Irgendwas relativ Lautes. Na, da rechts gibt es aber halt auch noch was. Das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Also ich will mal gucken, was es da gibt. Ich sollte mir angewöhnen, mit einem langen Sprung schon mal einen Teil der Distanz zu überbrücken. Wo kommen wir denn hier aus? Wenn wir kurz warten. So, dann haben wir nämlich schon mal die Hälfte des Weges hinter uns. Das ist ganz angenehm. Hallo. Hier irgendwo irgendwas. Ah, eine Höhle. Und einen weiteren gefallenen Ritter. Mit einem weiteren Lebensstein. Und ich glaube, ich habe gerade, ja. Ich glaube, ich habe seine Granate angezündet und ihn dann zurückgeschmissen. Ich sag ja, Gabriel kann schon ganz schön badass sein. Sonst ist hier nichts in dieser Höhle. Nein, gut. Aber ein weiterer Lebensstein. Und die sind Gold wert. Ich glaube, es gibt nachher, glaube ich, auch ein paar Gelegenheiten, wo wir die kaufen können. Aber hey. So, das Spiel hat hier gespeichert. Jetzt bin ich aber mal neugierig. Können wir auch noch auf den anderen Weg zurück, um an den Jungbrunnen zu gelangen? Guten Tag. Ja, hier ist nämlich auch noch was. Das ist halt zum Beispiel so eines dieser Level. Ich bin nur bedingt ein Freund davon. Das fuckt mich bei Crash Bandicoot schon immer tierisch ab. Wenn man irgendwie 35 Wege gleichzeitig gehen kann und alle führen irgendwann irgendwie wieder zusammen, aber die sind teilweise so verschachtelt, dass es schon nicht mehr feierlich ist. So, wir müssten aber relativ zeitnah. Okay, jetzt müssen wir hier in so ein großes Dorf kommen. Ich hab dich genau gehört. Das ist deine eigene Granate. Okay. Da haben wir einen Dolch wieder bekommen. Das ist auch noch ein Dolch. Und wir können hier auch lang. Ah ne, hier kommen wir, glaube ich, zum Jungbrunnen, kann das sein? Ja. Hier ist der Jungbrunnen. Du bist bereits kerngesund, ja, danke. Das heißt, wir haben noch zwei Wege, die wir gehen können. Ja, geil. So, wer auch immer hier am Rumflüstern ist. Ach komm. Es reagiert auch manchmal echt ein bisschen behäbig mit dem Springen. Und wie gesagt, dieses durch die Sümpfe kriechen, das ist so, boah, das frisst doch einfach nur Zeit, Leute. Ja, der Jungbrunnen brauche ich auch nicht, danke, ich bin gesund. Hier ist ein Safe Point. Ja. Das hätte ich anders machen können. Ist das hier der andere Weg zufällig? So komme ich hier wieder auf den anderen Weg. Lass mich mal durch.
Ich muss ja sagen, ich bin relativ froh, dass die ganzen Drachen hier tot sind, weil ich hätte keine Lust, mich mit denen zu prügeln. Danke. Komme ich denn hier lang? Ja, genau. Das sind halt die Drachen. Die Viecher sind halt. Das kostet. Sowas kostet nur Zeit, weißt du, wenn die dir wenigstens Schaden machen würden. Aber das tun die ja noch nicht mal. Die machen ja gar nichts. Ja, das ist nämlich der zweite Weg hier. Gabriel. Kriech dich da durch. Komm. Die greifen mich nicht mal an. Geht weg. Hässliche Viecher. Ich kann halt hier noch nicht mal springen, um irgendwie ein bisschen schneller voranzukommen. Ich bin froh, dass wir relativ selten Gast in irgendwelchen Sumpfgebieten sein werden. Und gerade fragen können. Ich meine, klar, ne, wir könnten theoretisch das auch verkacken, das Timing, und dementsprechend von den Viechern aufgefressen werden. Irgendwie spackt das Spiel gerade bei den Kamera Winkel, Perspektivänderungen rum, aber hey. Ich soll ja auch nicht dauernd dein Steuerkreuz gedrückt halten. Tja, Joystick. Ne, wie hieß das Ding nochmal? Es ist ja nicht Joystick, einfach nur Stick, genau. Linken Stick halt. Soll man ja nicht darauf gedrückt halten, es könnte das Spiel ja verwirren, wie wir sehen. So, da rechts sehen wir noch einen Ritter schimmern. Und wir haben schon wieder zwei Wege. Das ist doch. Also jetzt übertreibt ihr. Eine weitere Schriftrolle. Irgendwas drängt die Goblin-Stämme immer weiter auf unsere hiesigen Dörfer und Städte zu, was in letzter Zeit zu vielen Konflikten zwischen ihnen und uns führte. Ich hege den Verdacht, dass der dunkle Zauber dafür verantwortlich sein könnte, den zu untersuchen, wer ausgesandt wurden. Etwas unsagbar Böses ist dabei, von diesem Land Besitz zu ergreifen, und es macht mir Sorgen, was mich und meine Brüder erwarten könnte. Ja. Ne? So, hier ist ein Weg zu einem jungen Brunnen zumindest. Nicht, dass ich den gerade bräuchte, glaube ich, aber hier sind bereits kerngesund und da hinten ist eine unsichtbare Mauer. Sehr gut. Das heißt, dann können wir nur rechts rumgehen. Ich hatte echt nicht im Kopf, dass die Jungbrunnen so großzügig verteilt sind. Okay, ja, wir sind noch im ersten Kapitel, aber hey. Das hat jetzt fast was gebracht. So rein vom Lohnensfaktor her. Eigentlich nicht. Loslassen, danke. Und raus da, Gabriel. Und ab zum nächsten Weg. Beziehungsweise, was heißt ab zum nächsten Weg? Ja. Ja, zum Greifen muss ich an T drücken. Ja. Lässt du mich dann auch spielen oder eher nicht so? Genau. Sowas werden wir nicht sonderlich häufig machen müssen. Kann ich euch jetzt schon mal verraten. Ich will mal eben hier lang gehen, weil ich. Ja, von da werden wir mit dem anderen Weg kommen. Oder wir können links rum, das habe ich genau gesehen. Okay, da können wir, glaube ich, dann nicht mehr weiter. Eine weitere Schriftrolle. Hier im Sumpf befindet sich ein Mausoleum, das seit vielen Jahren unberührt ist. Kardinal Volpe verriet mir, dass der legendäre Handwerker Rinaldo Gandolfi während seines Aufenthalts dort ein mächtiges Relikt konstruierte, das demjenigen nützlich sein könnte, welcher das Kampfkreuz trage. Ich muss gestehen, dass ich etwas zögere. Viele meiner Kameraden liegen tot am Wegesrand und ich frage mich, ob diese drückende Mission nicht auch mein Ende bedeuten könnte. Ohne dich spoilern zu wollen, Kumpel, aber das hat sie.
Diese Mission hat dein Leben gekostet. So, da haben wir jetzt gerade eben auch einmal ganz kurz gesehen, was passiert, wenn wir in diese giftigen Gase kommen. Na, puh. Zu früh gedrückt. Ja, kostet uns ein bisschen Leben und wir sind gezwungen. Ach, Gabriel, spring halt einfach. Danke. Ja, wirklich timen und nicht irgendwie durchmeschen. Aber gut. An sich trotzdem kein Problem, das Ganze. Vor allem, wenn das Ding halt genau untergeht, wenn ich da dran vorbeikomme. So, jetzt geh bitte an Land. Danke. Ja, unser Verfolger beobachtet uns immer noch. Interessanterweise komme ich hier noch hin. Aber dann nicht weiter. Ich verstehe, dass er will. Hallo, Goblins. Wow. So, hier sind überall unsichtbare Mauern an den Kanten, also können wir auch nicht runterspringen, um uns irgendwas zu holen. Danke für die Dolche. So, gehe ich jetzt hier unten lang. Sieht irgendwie aus, als würde es da weitergehen. Ich gehe mal eben da hinten hoch. Vielleicht treffe ich mal wieder auf einen jungen Brunnen. Die habe ich schon länger, fast schon länger nicht mehr gesehen. Nee. Ah, guck mal eine an. Das ist wahrscheinlich das Mausoleum, von dem eben die Rede war. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Das hier ist eh eine Sackgasse. Okay. Unser Beobachter hat also eine grüne Moosterhand. War es Moos? Ich denke, es war Moos. Hm, da können wir doch bestimmt nicht unser Kampfkreuz reinlegen. Forgive me, brother. But my need is far greater than yours. Ich frage mich halt trotzdem, was diese in Anführungszeichen eigentlich relativ witzlose Kapuze soll. Ich meine, eine Anonymität bringt sie dir definitiv nicht, sagt Gabriel. Und damit haben wir unser Kampfkreuz zum ersten Mal direkt aufgewertet. Mit der Hakenspitze. Dieses Relikt wurde vom berühmten Handwerker Rinaldo Gandolfi gefertigt. Dank der beweglichen Metallspitze kann man Gegenstände und Feinde aus der Distanz erfassen. Aus dem Kampfkreuz die Eigenschaften eines Enterhakens verleiht. So kann der Träger unter Zuhilfenahme des Kampfkreuzes nach oben klettern, sich abseilen und von Ort zu Ort schwingen. Außerdem dürften wir jetzt die Talente wahrscheinlich auch Absammeln und Klettern, ja gut, mit RT. Können wir jetzt, ja, Luftgreifer und Flugtritt sind neu. Drücke RT, während du in der Luft bist, um einen Feind zu packen und hochzuziehen. Führe zusätzliche Luftangriffe aus, um die Combo zu erweitern. Dieser Angriff funktioniert nur bei kleineren Gegnern. Ja, nehmen wir mit, weil Aerial-Combos sind der Shit in eigentlich sämtlichen Hackenslays. Einfach weil sie einen für eine Zeit lang, ja, unantastbar machen. Klingt doof, ist aber so. Gut, dankeschön. Jetzt kann sich dein Kampfkreuz an diesen funkelnden Griffstellen festhalten. Dort ist eine Griffstelle. Nähere dich hier, um sie zu benutzen. You don't say shit. So. Und wir können hier auch durch. Und da ist, wer uns beobachtet hat. Wir hätten doch den anderen Weg erst noch gehen sollen. Springen! Ja, dieser Waldtroll oder was auch immer das sein soll. Der hat einen vielen Punch drauf. Mehr durch kann ich nicht tragen. Ja, ich kann den aber mit euch abschmeißen. So, und ich weiß, dass er halt zwischendurch immer mal wieder so einen Sprungangriff macht, wo wir dann springen sollten.
Oder halt einfach auf Boden hämmert. Ja, komm. Ich bin zu doof für dieses Ausweichen in dem Spiel. Das ist unglaublich. Blocken kann er auch. Eben. Aber ihr seht, was für eine Reichweite wir halt einfach auf unseren Angriff drauf haben. Nein. Okay, ich hatte nicht mehr im Kopf, dass der uns greifen kann. Oh. Bei den Gegnern ist Sprung nicht gleich invincible, weil PRT, um den Rest zu geben. Ja, das ist immer das in Anführungszeichen Problem. Oh, erstmal verkackt. Yep. Ja. Ja, das ist wie gesagt das Problem. Wir müssen die Bosse in diesem Spiel finishen. Und das bedeutet, ja. Dass wir die nicht nur auf ein bestimmtes Leben runterhauen müssen. Hä? Was hat mich zurückgeschmissen? Ja, unser Ausweichen gibt uns halt keine Unbesiegbarkeit wie bei Dark Souls oder ähnlichen Spielen. Sprich, wenn wir in den Schlag reinrollen, wir können nicht durch den Schlag durchrollen. Das ist halt das Problem, wenn man so andere Spiele in Anführungszeichen gewinnt. Erlaubt. Oh. So. Jetzt bitte mal nicht verkacken. Er hat uns nämlich eben dann mit tierischen Schaden gemacht. Und nochmal Y-Mashing. So. Damit haben wir den Kerl ausgeschaltet. Und wir bekommen eine Truhe als Belohnung. Eine Bruderschaftslade. Entschuldigung. Das ist ja keine Truhe. Truhe ist zu vulgär. Hey, wir können mehr Dolche tragen. Das ist ja schön. Hier gab es auch schon noch ein bisschen was Kreuz eventuell drin. Oder nicht. Doch, einfach noch ein paar Dolche. Sprich, wir hätten uns noch ein bisschen besser auf Abstand halten können. Und den Kerl, ja, aus der Ferne behaken können. So, die Frage ist, wo... Ah, da ist natürlich so ein Greifer. Muss sich auch lohnen, ne? Ich komme aber scheinbar echt nicht zurück. Das heißt, wir haben diesen einen Weg da verpasst. Das heißt, wir haben etwas aus dem Secret verpasst. Okay, da will ich nicht lang. Ich weiß, dass es da weitergeht. Diese Brücke, diese Stückbrücke, kann ich mich zumindest so grob erinnern. Also ich weiß, dass sie irgendwo im Spiel existiert hat. Und ich weiß nicht mehr wo, aber an einer Okay, wir müssen... Ich habe die auf der anderen Richtung in Erinnerung. Also es kann sein, dass wir demnächst nochmal zurück müssen. So, dich wollte ich haben. Ich nämlich gehofft, dass wir so einen finden. Ich würde sagen, ja gut, wir sind eh kurz hinterm Checkpoint. Wir versuchen einmal diese Brücke, weil ich trotzdem nicht das Gefühl, dass die so einfach ist. Ja, hier kannst du runterklettern. Ja, Gabriel wird sich automatisch festhalten. Mhm.
suche das Weite. Okay, wir können uns hier auch... Ja. Ich will diese Wand aber noch nicht hingleiten. Ich will da nichts erstmal noch hin. Weil den zu übersehen ist schon schwer. Sehr schön. Damit ist der 4. von 5 Lebenssteinen da. Und ich befürchte fast, dass wir an dem Punkt, wo wir eben noch hätten weitergehen können, wo ich gedacht habe, da geht's weiter, hätten wir wahrscheinlich den 5. gefunden, sodass wir einen kompletten Lebenskristall gehabt hätten, aber hey. Jetzt kommt hier noch hoch. Echt jetzt? Hier noch rum. Hier hin. Ja, und jetzt können wir uns da rechts lang schwingen. Und hier nochmal rüber. Es wird übrigens kein 100% LP, kann ich schon mal versprechen, weil, nee, danke. So, und damit haben wir das Level auch abgeschlossen. Wir haben 350 zur Verfügung. Wir hatten doch irgendwas für 300, den Abwehrzieb oder den Flugtritt. Was bist du denn? Drücke RT, während du in der Luft bist, um einen Feind zu packen und ihm einen Abwärtstritt zu verpassen. Funktioniert nur bei größeren Gegnern. Kann die wahrscheinlich aber auch stunnen. Oder während du in der Luft bist und ein Feind dir von dort oben Gesellschaft leistest, kannst du RT drücken, um ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zu befördern. Ist natürlich auch praktisch beides. Aber wir sind kurz vor der Dolchwelle, deshalb würde ich da mal drauf sparen. Und ich würde sagen, wir haben sogar alle 4 Magiesteine gefunden in diesem Level. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir sehen uns morgen wieder zu... Castlevania, Lords of Shadows, wo wir die nächsten beiden, beziehungsweise wo wir das nächste Level dieses Kapitels angehen werden. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde.